Also, wir haben eine ganz dramatische Stelle vor uns in der Apostelgeschichte. Und nachdem Lukas nun viele Kapitel beschrieben hat, wie Apostel Paulus unter den Heiden ein großes Werk für Gott getan hat, wird jetzt seine Person total in Frage gestellt. Und zwar wussten die Brüder in Jerusalem schon, dass da viele Gerüchte über ihn kursieren. Sei er gewissermaßen ein Irrlehrer, der da überall unter allen Völkern in der Welt neue falsche Dinge lehre. Und sie glaubten das nicht einfach so, sondern sie sagten ihm, gab ihm als Rezept: Jetzt hast du gerade die große Gelegenheit, hier in Jerusalem zu zeigen, dass diese Gerüchte alle nicht wahr sind. Du kannst also alle Leute hier überzeugen durch deine Taten. Und nun haben sie ihm den Vorschlag gemacht, er soll 4 gläubigen Juden, soll er die Kosten für die Opfer bezahlen. Die hatten offensichtlich ein Nazirär-Gelübde auf sich genommen, das sieht man in Vers 24. Die sollten ihr Haupthaar scheren lassen. Das war die Vorschrift nach 4. Mose 6, wenn man Nazirär war. Da konnte man sich ganz freiwillig durch ein Gelübde für eine gewisse Zeit Gott besonders weihen. Und während dieser Zeit musste man die Haare frei wachsen lassen. Und da gab es also noch Brüder, die hatten das Nazirär-Gelübde auf sich. Wir haben schon früher mehr als gesehen, dass das eigentlich kein Problem war, denn nur Gläubige aus den Juden hatten in diesen Anfangsjahrzehnten des Christentums die Verbindung mit dem Tempel und mit dem Tempeldienst und mit dem Gesetz. Das haben sie nicht unterbrechen müssen. Nur Gläubige aus den Heidenvölkern. Von Anfang an ganz klare Sache, niemand darf diese Dinge tun. Darum haben sie das also noch so gemacht und Paulus sollte die Kosten dafür übernehmen und da sollte also dadurch durch dieses Beweisunternehmen deutlich werden, Vers 24 in der Mitte, und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, wessen sie über dich berichtet sind, sondern dass du selbst auch in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Und sie erklären auch gerade Vers 25, aber was eben die Gläubigen aus den Heidenvölkern anbetrifft, das ist eine klare Sache. Ja. Schon lange geklärt, nämlich damals in Apostelgeschichte 15, haben wir alles im Detail durchgenommen. Nun, der Apostel Paulus macht das so, übernimmt den Rat dieser Brüder, dieser bewährten Brüder aus Jerusalem. Vers 26, er reinigt sich und interessant, diese Reinigung geht wie viele Tage? 7 Tage. Was ist das für eine Reinigung? Was ist das für eine Reinigung gewesen, die 7 Tage dauert? Ganz interessante Reinigung. Die Reinigung mit dem Entsündigungswasser der roten jungen Kuh. Ja. Das ist doch dieses mysteriöse Opfer, die rote junge Kuh, 4. Mose 19. Lies doch gerade, Bruno, in 4. Mose 19 ein paar wenige Verse. Verse 1 und 2. Wir sehen, was das ist. Und Jehova redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Dies ist die Satzung des Gesetzes, das Jehova geboten hat, indem er sprach: Rede zu den Kindern Israel, dass sie dir eine rote junge Kuh bringen, ohne Fehl, an der kein Gebrechen, auf welche kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie Eleazar, dem Priester, geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie vor ihm schlachten. Jawohl. Dann wird weiter erklärt, diese geschlachtete Kuh musste dann zu Asche verbrannt werden und diese Asche wurde in Wasser hineingetan. Vers 9.
Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und sie außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten. Und sie soll für die Gemeinde der Kinder Israel aufbewahrt werden zum Wasser der Reinigung. Es ist eine Entsündigung. Jawohl. Und dann wird in den weiteren Versen erklärt, bei welchen Fällen dann dieses Entzündigungswasser angewandt werden musste. Und dass das eben eine Woche, die ganze Reinigung eine Woche geht. Das haben wir in Vers 12. Ja, lies mal. So wird er am siebten Tage nicht rein. Noch ab Vers 11 schon. Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. Selbiger soll sich am dritten Tage damit entsündigen und am siebten Tage wird er rein sein und er wird sich nicht entsündigen. Am dritten Tag, so wird er am siebten Tage nicht rein. Jawohl. Also das ganze Prozedere ging sieben Tage. Und da sehen wir also, dass offensichtlich der Apostel Paulus sich noch mit der Asche, dem Entzündigungswasser der roten jungen Kuh, gereinigt hat. Das ist auch bemerkenswert, weil im Hebräerbrief nimmt er ja auch auf dieses Opfer der roten jungen Kuh Bezug. In Hebräer 9. Und erklärt dort seine Sicht der Bedeutung dieses Opfers, jetzt aus neutestamentlicher Sicht, Hebräer 9, Vers 13, kann jemand lesen? Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinigung des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Ja, da wird also gerade der Gegensatz gemacht zwischen dieser rituellen Reinigung zur Reinigkeit des Fleisches, das ist also eine rein äußerliche rituelle Reinigung, und als Gegensatz das Blut des Christus, das wirklich innerlich das Gewissen völlig reinigt, sodass man vor Gott stehen kann, Gott bestehen kann. Also da wird gezeigt, gerade im Hebräerbrief, dass er natürlich genau wusste, dass das eben nur eine symbolische Sache ist und nichts in sich selbst eine Bedeutung hat. Aber das hat er da offensichtlich praktiziert. Wie machen Sie das? Sich sieben Tage lang anspritzen? Oder nein, das nur an zwei Momenten wird, am dritten, am siebten Tag, wird der Unreine mit diesem Wasser, dieser Asche, besprengt. Das sind also ein kurzes Ritual, aber das eben sich über eine Zeitspanne von sieben Tagen erstreckt. Und ja. Wird er dann noch gefastet oder ist da noch etwas Besonderes zu berücksichtigen? Nein, nein, okay. Nein. Aber es ist insofern etwas Besonderes, weil all die anderen Opfer, außer dem Versöhnungstagopfer, die sind ja oft und vielfach dargebracht worden. Aber rote junge Kühe sind in der ganzen Zeit von Mose bis zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70, wie viele sind geschlachtet worden? Weiß das jemand? Neun Kühe. Nur neunmal ist das Opfer dargebracht worden. Woher weiß man das? Aus der rabbinischen Literatur. Und die Rabbis haben noch gelehrt, die zehnte rote Kuh wird einmal der Messias opfern. Und interessanterweise mit der neunten wurde es gestoppt im Jahr 70. Und seither hat das Judentum nie mehr rote junge Kühe gehabt. Aber Sie haben ja die Asche da aufgeschüttet. Ja, aufbewahrt. Als Vorrat quasi, oder? Ja, ja, genau. Und so konnte das dann eben mit ganz wenig davon in Wasser. Und das Wasser wurde dann als Entzündigungsmittel verwendet. Wie war denn das, wenn die mal aufgebraucht war? Ja, eben, die wurde so
Pnim verwendet, dass in der ganzen Zeit eben nur 9 solche Opfer dargebracht wurden. Das war übrigens ein großes Problem natürlich jetzt im Blick auf den dritten Tempel. Man hatte nämlich keine roten Kühe mehr. Und jetzt vor kurzem sind aus Amerika, von einer Ranch in Mississippi, sind solche Kühe, die effektiv diesen Vorschriften sehr nahe kommen, von roten Kühen, die sind importiert worden und jetzt noch durch Zucht perfektioniert und das Problem ist gelöst. Die roten Kühe sind wieder da. Also ja, musste man denn jetzt diese Reinigung mit der Asche der roten Kuh nur beim Nazirea-Gelübde anwenden? Nein, ah, das muss ich erklären. Das hat ja Paulus für sich verwendet. Ja, das ist der Punkt, den habe ich noch vergessen zu sagen. Paulus hat ja diese Reinigung für sich gemacht, damit er in den Tempel kann und all und da dabei sein kann. Und diese Verunreinigung bezieht sich auf Berührung mit Toten. Nur. Ja, also wenn man Tote berührt hat, dann musste man sich auf diese Art reinigen. Oder wenn man ein Grab berührt hat und so weiter. Und Paulus hat natürlich in seinen Reisen unter den Heiden, ist er mit dem Tod immer wieder, gewiss immer wieder konfrontiert worden. Und so musste er eben sich auf diese Art reinigen lassen. Darf ich nochmal fragen? Ja. Von wann bis wann war der Zeitraum bis 70 seines Sohnes? Von ja, wann von Mose an. Ach, von Mose? Ja, von Mose an. Das ist das Überraschende. Das ist also eines der seltensten Opfer Israels. 9. Aber da bleibt immer noch, das ist gewissermaßen dieses Opfer noch das deutlichste Opfer im Blick auf das eine Opfer Christi. Aber es war immer noch 9-fach dargebracht und das Opfer des Herrn Jesus ein für alle Mal. Da bleibt der Gegensatz so deutlich immer noch. Ja? Könnte man sagen, warum geht der Apostel nochmal auf diesen alttestamentlichen Boden zurück? Warum gebraucht er nicht der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9? Ja, wir kommen noch darauf zurück. Gerade dann auch in der Frage, hat er wirklich einen Heiden in den Tempel geführt und warum hat er es nicht getan? Da kommen wir noch auf diese Sache zurück. Aber er ist gewissermaßen in der Beobachtung dieser Dinge weiter den Weg gegangen wie die anderen jüdischen Gläubigen. Darum hat er das gemacht. Und das Ganze sollte den Juden zeigen und besonders den Juden, die schon zum Glauben gekommen waren, dass er kein Verführer ist. Und dass er nicht plötzlich sagt, ja, lasst alles sein, was Gott früher gesagt hat. Und dann hätten diese gläubigen Juden, die wären nicht mehr rausgekommen, die hätten das nicht verkraften können. Natürlich, Paulus sagt ja in 1. Korinther 9, dass er nicht mehr untergesetzt sei. Aber trotzdem hat er sich, das können wir nochmals lesen, für die, die unter dem Gesetz sind, hat er sich eben auch darunter gestellt. 1. Korinther 9, ab Vers 19. Da erklärt seine innere Haltung. Ja, bitte. Denn wiewohl ich von allem frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Und jetzt kommt's. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, auf dass ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, wiewohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christo gesetzmäßig unterworfen, auf dass ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf dass ich auf alle Weise etliche errette. Ich tue
tue aber alles um des Evangeliums willen, auf das ich mit ihm teilhaben möge. Ja, also das macht ganz deutlich, warum er das getan hat. Weil die gläubigen Juden, die konnten nicht von einem Tag auf den anderen rechts und kehrt machen und sehen, dass das Zeitalter des Gesetzes jetzt fertig ist. Und hätte er plötzlich ihm einfach überall gelehrt, ihr dürft jetzt eure Kinder nicht mehr beschneiden und man soll die Feste nicht mehr beobachten, man soll nicht mehr in den Tempel gehen, das hätte sie irre gemacht. Und das wäre für sie ein Hindernis gewesen, das Evangelium anzunehmen. Und ihnen zuliebe hat er gewissermaßen diese Übergangszeit der Angewöhnung hat er eben mitgemacht. Ja? Ja? Vielleicht kannte er auch eine Stelle aus 2. Chroniker 6. Vielleicht kann ich die noch sehen. Ja? Zweite Chroniker 6, Vers 32. Ja. Und ich lese nur hier jetzt diese Passage. Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volke Israel ist, was die zwei Fremden betrifft, die der Paulus bei sich hatte, kommt er aus fernem Lande um deines großen Namens und deiner starken Hand und deines ausgestreckten Armes willen. Kommen sie und beten gegen dieses Haus hin, so höre du vom Himmel her, der Stätte deiner Wohnung, und tu nach allem, was der Fremde zu dir rufen wird, auf dass alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dieses Haus, welches ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Du denkst im Blick auf diesen Trophimus, den ja. Epheser. Ja. Natürlich, die Heiden konnten in den Tempelbezirk kommen bis zur Zwischenwand der Umzäunung. Sie mussten aber gereinigt sein. Und Paulus den Vorwurf machen, ist, er hätte Fremde in den Tempel geführt, das heißt in den Bereich über die Zwischenwand der Umzäunung weg. In den Vorhof der Heiden durfte man kommen, aber weiter nicht. Und diese Zwischenwand der Umzäunung, ich habe hier ein Modell mitgebracht, es ist klein, aber extrem genau. Es ist eines der genauesten Modelle, die es heute gibt vom zweiten Tempel. Also die allerjüngste Archäologie, Erkenntnisse des Tempelberges sind hier verarbeitet. Ich kann das in der Pause dann ein bisschen im Detail zeigen, für die sich interessieren. Da haben wir den großen Tempelplatz, so wie er heute bekannt ist, mit Omar-Moschee und hier El-Aqsa-Moschee, dieses große Bezirk. Aber das war alles Vorhof der Heiden, da durften die Heiden auch kommen. Bis zu diesem einer ganz kleinen Abschrankung hier, da muss man dann nachher mal vorbeikommen, sehen. Ein ganz niedriges Mäuerchen mit einem Zaun darüber, das war die Zwischenwand der Umzäunung. Und da gab es in gewissen Abständen gab es dort Anschriften, Inschriften aus Stein, in Lateinisch und Griechisch, und da stand darauf, wer als Nichtjude weitergeht, als diese Abschrankung, der wird als Folge den Tod erleiden. Und die Römer haben den Juden damals die Erlaubnis gegeben, sofort Todesstrafe auszuführen. Das ist sehr eindrücklich, weil die Juden in dieser Zeit, wo wir da sind, hatten sie ja kein Recht mehr auf Todesstrafe. Und hier in diesem Ausnahmefall durften sie Todesstrafe ausführen, sogar ohne Gerichtsverhandlung. Waren denn da einzelne Türen drin? Oder? Ja, das war, also man sieht ja das, wenn man es von nahe anschaut, da sind überall Öffnungen bei der Zwischenwand der Umzäunung, da konnte man durchgehen. Und der Hof ist eben einen Juden da hineingeführt. Aber das hat er gar nicht. Es wird erklärt von Lukas, warum sie auf die Idee gekommen waren. Vers 29 nämlich. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von welchem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Ja, sie haben spazieren sehen in der Stadt, nicht im Tempelbezirk, nicht mal im Vorhof der Heiden, sondern in der Stadt. Also reine Verleumdung. Und merken wir noch etwas. Sie haben doch gesagt, er bringe, Vers 28 am Schluss, dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt. Der Mehrzahl. Also, Sie sehen ihn in der Stadt, dann heißt es schon, er hat Leute in den Tempel hineingeführt. Und zweitens machen Sie schon eine Mehrzahl daraus.
Also der Einzahl. Sie haben ihn gesehen mit einem und schon sind es mehrere. So geht das mit den Verleumdungen und Gerüchten. Und wir sehen auch diese Vorwürfe eher Rede gegen Beschneidung. Vers 21, lehre Abfall von Moses, sage, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, nicht mehr nach den Gebräuchen wandeln. Es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Denn Paulus hat natürlich einen Galaterbrief geschrieben und hat erklärt, was die Bedeutung des Gesetzes ist, beziehungsweise nicht ist und so weiter. Oder er hat Dinge gelehrt, wie im Römerbrief, wo er zeigt, dass die Gläubigen eigentlich mit Christus gestorben sind und deshalb das Gesetz gilt ja eigentlich nur so lange, wie ein Mensch lebt. Aber wenn nun jemand gläubig geworden ist nach Römern, und den Herrn Jesus mit ihm also eins gemacht ist in seinem Tod, ja, dann ist für ihn das Gesetz vorbei. Das Gesetz ist nur so lange ein Mensch lebt. Natürlich hat er diese Dinge erklärt, aber er hat nie aufgerufen, man soll nicht mehr Kinder beschneiden und so weiter. Also es sind schon gewisse Dinge, waren da, aber das hat man einfach dann verdreht und ihm damit einen Strick draus gezogen. Und nun sehen sie da eben ihn im Tempel und sie sagen, er lehrt gegen das Volk. Also er ist ein Antisemit eigentlich. Er lehrt wieder das Volk, Vers 28. Wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Er sagt also schlechte Dinge über den Tempel. Und das hat er nie gemacht. Aber natürlich hat er gesagt, Dinge erklärt wie 1. Korinther 3, dass der eigentliche Tempel Gottes heute die Gemeinde ist, die Versammlung. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Tempel des Heiligen Geistes. Und so wird das eben verdreht. Und ihm vorgeworfen, er verstoße gegen die Heiligkeit Gottes. Aber das Ganze war nur eigentlich eine Verleumdung. Sie hatten ihn mal gesehen mit Trophimus in der Stadt. Und Konsequenz, es gibt einen Total-Volksauflauf, Vers 30. Sie ergreifen Paulus und was wollen sie mit ihm machen? Sie wollten ihn töten. Also genau das, was man mit denen gemacht hätte, mit Nichtjuden, die über die Zwischenwand der Umzäunung hinweggegangen sind, das wollten sie nun mit ihm machen, weil er gewissermaßen dies Vergehen. Welche Todesstrafe durften sie denn da nach römischem Gesetz ausführen? Welche Art der Tötung? Ja, das hätte die Steinigung beinhaltet. Ja. Das heißt, Kreuzigung, das haben sie ja nie gemacht. Also was in Frage kommt, das wäre Steinigung. Aber die anderen Todesstrafen, wie zum Beispiel Verbrennung, das ist bei Magie, bei Okkultismus kam Verbrennung. Es gab ja verschiedene Todesstrafen. Und da wollten sie ihn sogar einfach auf der Stelle töten. Das hätte also hier auch irgend mit Messer oder so geschehen können. Nun, wir sind also hier genau im Bereich des Vorhofes der Heiden. Da findet das statt. Und jetzt kommt eine Intervention der Römer. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Ja, weil sie dachten, er sei jetzt unreinigt. Und dann muss der Tempel zuerst wieder gereinigt werden, rituell. Und darum wurde also der ganze Gottesdienst, der ganze Opferdienst wurde gestoppt. Wie damals, als zur Zeit der Makkabäer, hat doch Antiochus Epiphanes den Tempel entweiht, indem er ein Schwein schlachten ließ. Und das hat zu einem Unterbruch der Opfer von etwa 3 Jahren hat das geführt. 1150 Tage, genau. Warum denn so lang? Ja, gut, da haben dann die Syrer haben eben die Juden unterdrückt und sie konnten gar nicht mehr den Tempel reinigen. Die Syrer haben den Tempelplatz in dieser Zeit besetzt gehalten. Das war der Grund. Wie hätten sie das sonst gemacht, ohne Besetzung? Ohne Besetzung hätte man natürlich sofort den Tempel reinigen können. Schnell? Ja. Aber da fiel es dann länger aus und hier eben wurde mal zuerst geschlossen.
damit der Tempel wieder gereinigt werden konnte und dann wäre der Gottesdienst wieder weitergegangen. Nun, da wird Meldung gegeben an den Obersten, und zwar in der Fußnote steht Chiliarch, das bedeutet ein Offizier über 1000 Leute, also ein hoher römischer Funktionär. Der interveniert dann sofort mit einigen Soldaten und Hauptleuten und kommt da hinab. Das kann man dann auch in der Pause genauer anschauen. Hier in der Nordostecke des Tempelplatzes gab es die Burg Antonia mit ihren 4 Türmen. Da war immer eine römische Garnison hier untergebracht und die haben von diesen Türmen herab den Tempelplatz da bewacht, um zu sehen, dass es irgendeinen Aufstand gibt. Und nun gab es diesen Tumult im Tempel, deshalb kamen die von oben herab. Es heißt ja, Vers 32, der nahm sofort Kriegsknechte und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab, eben von der Burg Antonia hinunter. Dann wurde Paulus noch im letzten Moment aus ihrer Hand gerettet. Und Vers 34 heißt es am Schluss, befahl er, ihn in das Lager zu führen. Wie steht das in anderen Übersetzungen, anstatt Lager? In der Standlage der römischen Garnison in Jerusalem. In der Fußnote. Fußnote. Ja, oder? Gibt es noch andere Übersetzungen? Burg. Burg? Ja, welche Übersetzung? Luther? Ja, ist gut. Das ist genau das Richtige. Das griechische Wort bedeutet nämlich Lager oder Burg. Und hier bedeutet es eben die Burg Antonia, die große Demütigung war des herrlichen Tempelplatzes zur Zeit des Testaments. Eine Demütigung, denn hier wurde gewissermaßen gezeigt, das Volk ist gar nicht frei, sondern unter römischer Knute. Aber gerade diese römische Knute rettete Paulus das Leben. Und so wurde er in die Burg hinaufgeführt. Und wir lesen in Vers 35, da gab es eine Treppe hinauf. Als er aber an die Stufen kam, da gab es eine Treppe vom Vorhof der Heiden hinauf zur Burg Antonia. Und auf dieser Treppe steht dann Paulus und fragt den hohen Offizier, darf ich bitte zu dem Volk sprechen? Und er erlaubt es ihm, so wird die Treppe der Burg Antonia wird zur Tribüne für die Rede an das Volk. Und es geht darum dann in der Rede, Kapitel 22, dass der Apostel Paulus zeigt, dass er den Auftrag hat, das Heil den Nationen zu verkündigen. Und wenn man so den Hintergrund dieser Szene sieht, das ist alles in Verbindung mit dem Vorhof der Heiden, dann zeigt uns das eben, dass es gerade symbolisch, um zu zeigen, dass Gott nun wirklich die Heidenvölker im Auge hat. Nicht nur, dass sie einfach nach Jerusalem kommen, sondern dass jetzt die Botschaft zu ihnen hinaus in alle 5 Kontinente gehen soll. Also es ist ganz symbolisch, dass diese wichtige und großartige Rede hier stattgefunden hat. Was noch zu sagen ist, ja, Malachi lesen, wo da dieser Hinweis ist. Malachi 1, 8, 11. Ja, lies. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen und an jedem Ort wird geräuchert, dargebracht werden meinem Namen, und zwar reine Opfergaben, denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscher. Jawohl, du nimmst diese Stelle aus welchem Grund? Der Hinweis eben, dass das Heil eben auch zu den Nationen gebracht wird. Jawohl, genau. Und wir könnten noch dazu etwas lesen aus Jesaja 56.
da gerade in Verbindung mit dem Haus Gottes in Jerusalem. Kann jemand lesen, Verse 6 und 7? Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgeruch sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr, der Ewige. Ja, bis dahin. Das reicht. Das ist ein prophetischer Text, der geht hin auf den letzten Tempel im messianischen Königreich, im tausendjährigen Reich. Aber dieses Prinzip, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker, das hat der Herr Jesus ja auch schon gebraucht, dieses Wort für den Tempel damals. Und hat doch gesagt bei der Tempelreinigung, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Hat genau diese Stelle angeführt. Und aufgrund dieser Stelle hat man übrigens auch diesen großen Heidenvorhof gemacht, eben dass die Völker, die ohne Gott sind, dass sie Gott kennenlernen sollten hier in Jerusalem. Und zur Zeit des Römischen Reiches war das allergrößte Heiligtum in der ganzen damaligen Welt. Größer als alle heidnischen Heiligtümer der Römer war der Tempelplatz der Juden. Mit 144.000 Quadratmetern, dass man sich das vorstellen kann, alle Kathedralen von England könnte man da unterbringen und es hätte noch Platz. Also phänomenal groß. Und viele Heiden sind durch den Gedanken angezogen worden, da gibt es in unserem Reich ein Volk, das verehrt nur einen einzigen Gott. Und sind dahin gekommen. Aber was wir jetzt im Neuen Testament und im Evangelium finden, das geht natürlich viel weiter. Da wurde erwartet, dass sie eben Juden werden. Oder sich dem Judentum irgendwie anschließen. Und das Evangelium sagt, das braucht ihr gar nicht. Gott hat etwas ganz Neues gemacht, nämlich ein neues Volk aus Juden und Heiden zusammengefügt. Und keine Zwischenwand der Umzäunung mehr. Und das war natürlich etwas völlig, völlig Neues. Das war ja auch ein Geheimnis nach Epheser 3. Im Alten Testament ein Geheimnis und erst jetzt dem Apostel Paulus speziell geoffenbart. Und diese Problematik finden wir jetzt hier wieder. Wer wollte fragen? Ja, ich wollte nur noch fragen, was hatten damals die Heiden davon, wenn sie da auf diesem Vorhof standen? Also was gab es da irgendwie Predigten oder war das einfach der Ort, die Ausstrahlung des Ortes, der auf sie einwirkte? Ja. Schon speziell, ja. Also sie konnten ja nicht in den sogenannten Frauenvorhof kommen, wo die eigentlichen Gottesdienste des Volkes stattgefunden haben. Das war ihnen verwehrt. Dann konnten mussten sie schon reingucken über diese Umzäunung weg. Ja, darum haben sie ja so niedrig gehalten. Aber sie konnten natürlich nicht in die Vorhöfe hineinschauen und die Feste sehen. Die Opferungen auch nicht. Und die konnte man auch nicht sehen. Nein, man sah das Gebäude selber, das zu großen Teilen mit Gold überzogen war. Man konnte am Laubhüttenfest die Leuchter im Frauenvorhof sehen, das waren 25 Meter hohe goldene Leuchter, die ganz Jerusalem überstrahlten. Alle diese Dinge konnten sie erleben. Das war nur wirklich nur ein Abglanz, den sie erleben konnten. Aber für sie war das irgendwie das Wissen, hier wird ein Gott, ein einziger Gott verehrt und er ist nicht irgendwie ein Naturgott, sondern er ist der Gott, der alles erschaffen hat. Hier das Beispiel von Emmer von Äthiopien. Ja, natürlich. Das ist, und der kam das ja ist, leeren Herzen ja, von da genau. Zurück. Aber nicht ganz leere Hände. Da hatte die Jesaja-Rolle dabei. Und gerade dort haben wir das Heil für die Völker drin sonstlich verkündigt. Das heißt, hier ist gekommen sein, um anzubeten in Apostelgeschichte 8.
Vers. Ja, das war so möglich, dass sie Opfer darbringen lassen konnten, aber selber durften sie dann nicht hineingehen. Außer sie seien schon richtig zum Judentum übertreten. Das wäre noch etwas gewesen. Hat aber denn dann der Paulus oder auch vorher Jesus, haben die gelehrt oder gesprochen öffentlich in diesem Vortrag? Ja, natürlich. Die Christen, die haben sich versammelt in der Säulenhalle Salomos. Das ist diese Säulenhalle hier, an der Ostmauer entlang. Es ist übrigens entlang der heutigen Ostmauer, die man vom Ölberg hier sieht. Dort war der Versammlungsort der Christen. Das ist 52 Meter lange Halle. Also da konnten die Tausenden von Gläubigen konnten dort zusammen sein. Dort hat auch Petrus gepredigt, Apostelgeschichte 3. Da konnten eben auch Heiden kommen. Das war noch außerhalb der Umzäunung. Ja? Kapitel 27, Vers 51. Ja. Und siehe da, der Vorhang im Tempel riss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Jawohl, warum nehmen Sie diese Stelle? Ja, aus dem Grund halt, weil einfach früher war ja einfach das Heiligtum abgeschirmt. Da durften auch die Heiden nicht hingehen. Ja, und nicht mal die Juden durften dort hingehen. Nur Priester. Bis zum Vorhang hin, und damit wird gezeigt, dass jetzt eben eine ganz neue Ordnung gekommen ist. Der Zugang zu Gott ist frei. Ja, genau, richtig. Ich habe dann noch eine Frage, ob man Vers 10 von Psalm 84 in Verbindung damit bringen darf. Wo steht denn, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend? Jawohl. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gesetzlosen. Ja, genau, das ist es. Das ist es. Also das war schon eine ganz spezielle Erfahrung, diese Nähe Gottes so zu erleben. Und natürlich konnte man auch die Titelmusik hören. Das Orchester spielte hier, ein großes levitisches Orchester. Das war natürlich zu hören auf dem ganzen Tempelplatz, diese Musik. Und das war schon etwas Besonderes. Der Herr Jesus sagt ja selber in Psalm 22, in diesem Kreuzespsalm, wo er darüber klagt, dass Gott ihn verlassen hat, sagt er, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Das sagt er am Kreuz. Also Gottes Gegenwart war erlebbar in diesen Gottesdiensten. Ja? Aber die Herrlichkeit Gottes war ja schon lange gewichen, also diese Wolke und die Shechina, die eigentliche Gegenwart Gottes war ja die sichtbare Wolkensäule und Feuersäule. Die war gewichen, die war ja nur auf dem ersten Tempel. Gab es irgendeine mittelbare Repräsenz noch in diesem Tempel? Ja, und zwar in Haggai ist das angekündigt. Das war ja, als sie zurückkehrten, um den Tempel zu bauen, den zweiten, da kam die Shechina nicht mehr zurück. Und Gott macht dem Volk dennoch Mut, und das wird oft vergessen, oftmals hört man, der Tempel zur Zeit des Herrn, das war nichts mehr Besonderes, denn da war ja die Shechina nicht mehr da. Die Wolkensäule. Aber es ist nicht ganz richtig dann zu meinen, Gott sei nicht mehr da gewesen. Seine spezielle Gegenwart. Haggai 2, Vers 5. Liest du das? Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Ja. Das Wort und mein Geist, der Heilige Geist. Und es geht darum, gerade im Zusammenhang um den Tempel. Ja? Jesus sagt ja selber, wisst ihr, dass in dem sein muss, was meines Vaters ist. Jawohl. Und damit hat er noch die Ehrfurcht vor dem Tempel als Haus Gottes. Jawohl, und er meint jetzt sogar das Haus meines Vaters. Das Haus meines Vaters. Das Vaterhaus. Ja. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Es ist schon angeklungen, aber ich möchte noch fragen, ob es Quellen gibt in der frühen Christenheit, aus denen hervorgeht, ob diese Nationen nach Jerusalem gekommen sind, aus dem Grund, dass das Christentum aufgrund der Prophezeiungen aus dem Alten Testament in Erfüllung gegangen ist. Also im Gegensatz zu anderen Religionen. Wir haben ja vorhin die Frage gestellt, warum sind sie gerade nach Jerusalem gekommen? Jawohl, jawohl. Also wäre mir nichts so bewusst. Was auf jeden Fall bekannt ist aus den alten Quellen, dass man eben kam, weil der Ein-Gott-Glaube und die Pracht des Tempels, die auch größer war als der Salomonische Tempel, das angezogen hat. Und dort sind sie in Kontakt gekommen
mit den Christen. Und schauen wir noch in Johannes 12 eine ganz schöne Szene im Vorhof der Heiden. Johannes 12, Vers 20. Wer liest? Liest du den, Dev? Es waren aber etliche Griechen, unter denen, die hinaufkamen, auf das sie auf dem Feste anbeteten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas und Philippus, und sie sagt es Jesu. Jawohl, und dann spricht der Herr Jesus da. Es gibt sogar eine ganz spezielle Erscheinung, eine Stimme aus dem Himmel wird da auf dem Tempelplatz vernommen. Das Volk sagt dann, es hat gedonnert, und andere sagen, ein Engel hat mit ihm gesprochen. Das all diese Szene, das fand statt da im Vorhof der Heiden. Und da kamen Griechen, kamen in Kontakt mit diesen Jüngern und bekamen den Wunsch, schlussendlich Jesus zu sehen. So kamen sie also über den Glauben an den wahren Gott, an den einen Gott, kamen sie, bekamen sie die Brücke, um den Erlöser, den Herrn Jesus, kennenzulernen. Das heißt, dem Aufrichten lässt es Gott gelingen. Jawohl, genau so. So wie es hier steht, muss man annehmen, dass sie schon von Jesus gehört haben, diese Griechen. Ja, natürlich, sagen, natürlich. Wir wollen Jesus sehen. Aber das war ja eines der erstrangigen Themen überhaupt damals um dem Volk. Das war ja so aufsehenerregend. Und dann auch, als die nach Pfingsten, am Pfingsttag kamen 3000 zum Glauben, oder? Und dann ein bisschen später, haben wir in der Apostelgeschichte schon gesehen, kamen 5000 zum Glauben. Und das ist eine sehr, sehr eindrückliche Zahl. Warum? Weil es bekannt ist, dass es damals von den Pharisäern etwa 6000 gab. Die pharisäische Sekte bestand aus 6000 Mitgliedern. Die Essener aus 4000. Und schon in so kurzer Zeit waren die Christen auf 5000. Und jetzt lesen Apostelgeschichte 21, wie viele Zehntausende der Juden, so wörtlich in der Fußnote, glauben. Da haben weit, in der kurzen Zeit haben die weit die großen Sekten im Judentum übertroffen, die Essener und die Pharisäer. Also, so wurde das natürlich zu einem Begriff, und eben die versammeln sich täglich da im Tempel. Da war das ein Begriff und eine Brücke für viele Heiden, um den Erlöser kennenzulernen. Im Reich wird es genauso wieder so sein. Ne? Ja, ja. Also du meinst, dass die Heiden dann nach Jerusalem kommen? Genau. Ja. Wobei dann noch Folgendes sein wird. Der letzte Tempel in Hesekiel 40 bis 48, der wird ja beschrieben als ein 500 Ellen Quadrat. Das ist die Größe, auf der der Salomonische Tempel war. Da sieht man auch, das eigentliche 500 Ellen Quadrat, das war auch damals noch eingemauert. Das ist der eigentlich heilige Bezirk. Dann hat Herodes vergrößert auf fast die doppelte, etwa die doppelte Größe. Aber der Hesekiel-Tempel beschreibt dann, dass es noch einen dritten Vorhof gibt, rundherum. Und der ist 3000 auf 3000 Ellen. Das heißt 1575 Meter mal 1575. Phänomenal groß, muss ich mal vorstellen. Also wirklich, um zu zeigen, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das ist Gottes Plan für sein Haus. Wir können das natürlich jetzt übertragen auf die Versammlung Gottes heute. Die ist ja auch in diesem Tempel vorgebracht. Haben wir einen solchen großen, jetzt geistlich gesprochen, Vorhof der Heiden, quasi diese Sicht für Weltmission, 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer, wirklich Platz und Raum genügend für alle, die kommen wollen und den wahren Gott, den wahren Erlöser kennenlernen möchten. Gut, jetzt machen wir Pause, würde ich sagen, bis Viertel nach. Und dann kommen wir zu Kapitel 22. Hast du jetzt ein paar Mal diese Stelle mit dem Zwischenwand vorgelesen oder zitiert? Kann ja, noch in Epheser 2 ja, das wollte ich unbedingt noch, genau. Epheser 2,
liest du uns ab Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesu seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also Paulus spricht zu ehemaligen Heiden. Die waren einst ferne, jetzt sind sie aber durch Christus Menschen geworden, die nahe sind bei Gott. Weiter. Denn er ist unser Friede, der uns beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinweggetan hatte, auf dass er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Jawohl, das ist eine ganz großartige Stelle. Hier wird gezeigt, also die wahren Gläubigen aus den heidnischen Völkern und den Juden, die sind nun ein Leib zusammengefügt, ein neues Volk. Und nicht so, dass sie zuerst Juden werden mussten. Nichts davon. Und diese Zwischenwand, die ist durch das Kreuz abgebrochen worden. Also die Gläubigen, die Heiligen aus den Nationen, die Heiligen aus dem jüdischen Volk, nicht mehr getrennt. Die Heiligen sind nicht getrennt, sondern zusammengefügt. Das ist natürlich dramatisch, denn Paulus hat dies geschrieben aus Rom. Epheserbrief im Jahr 62. Und das war übrigens eine Konsequenz. Er wurde ja hier verhaftet, weil man ihm eben solche falsche Vorwürfe gemacht hat und man wollte das Haus Gottes heilig halten, aber mit unheiligen Mitteln. Dann kam er in römische Gefangenschaft. Wir werden noch sehen, dann in Apostelgeschichte 23 muss er sich nochmals vor dem Synedrium verantworten, hier am Südende, in der königlichen Säulenhalle. Dann kommt er nach Caesarea. Er beruft sich auf den Kaiser und kommt nach Rom in die Gefangenschaft. Also der Epheserbrief steckt in engem Zusammenhang mit dieser ganzen Szene rund um diesen Tumult, den wir jetzt vor uns haben. Durch all diese Ungerechtigkeiten und Gemeinheiten kam Paulus in so lange Gefangenschaft bis nach Rom. Und dort muss er warten, bis er endlich vor Nero erscheinen kann. Und nun aus dem Gefängnis, Christus hat die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Wieder so ein skandalöses Wort, nicht? Aber die stand noch da zu der Zeit. Voll intakt, funktionsfähig. War ein gewagtes Wort. Aber 8 Jahre später zerstörten die Römer alles. Und auch die Zwischenwand der Umzäunung. Und die wurde nie mehr aufgerichtet bis zum heutigen Tag. Denn sie konnten auch den Tempel nicht mehr aufrichten. Und so haben die letzten 2000 Jahre haben dem Epheserbrief voll und ganz recht gegeben. Also Gott hat das so bewirkt, diese Zwischenwand der Umzäunung durfte nicht mehr weiter bestehen und sie durfte nie mehr wieder aufgebaut werden. Und in diesen 2000 Jahren hat die Weltmission dazu geführt, dass Millionen in allen 5 Kontinenten zum Glauben an den Erlöser gekommen sind und Teil wurden von diesem neuen Volk Gottes. Der eine Leib Christi. Also ein dramatisches Zeugnis gegen diese Trennung unter den Heiligen. Und trotzdem so traurig, wenn wir die ganze Kirchengeschichte durchblicken. Wie oft haben Menschen immer wieder versucht, trotzdem Zwischenwände der Umzäunung zwischen die Heiligen zu setzen. Natürlich, eine Zwischenwand muss da sein zwischen den Erlösten und den Nicht-Erlösten. Die können nicht Gemeinschaft haben miteinander, weil sie ja gar nicht Gemeinschaft haben mit Gott, die Ungläubigen. Aber Zwischenwände zwischen die Heiligen, das ist eigentlich ein Angriff auf das Werk Christi. Denn durch das Werk Christi ist die Zwischenwand der Umzäunung zwischen gläubigen Heiden, nicht einfach zwischen Heiden und Juden. Das kann man nicht sagen. Aber zwischen gläubigen Heiden und gläubigen Juden ist diese Zwischenwand abgebrochen. Und wer wieder neu Zwischenwände aufrichtet, greift eigentlich das Werk Christi an. Er hat ja den Brief an die Epheser geschrieben, die waren ja weit weg von Jerusalem. Meinen Sie, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Jerusalem von diesem Ausspruch Kenntnis bekommen haben? Kaum. Dass das für die skandalös gewesen wäre? Kaum, aber ich meine, es gab genügend auch Schriftgelehrte unter den Heiden. Und wir haben ja gesehen, wer waren die Anträge da in Jerusalem? Das waren das waren Juden aus dem Ausland. Juden aus der Türkei, aus Ephesus, dort, wo Paulus
viel gearbeitet hatte. Die sind gekommen und haben gesagt, wir wissen das, wir kommen aus dem Ausland, wir haben den gehört, ja, wir haben mitbekommen, was der lehrt, und der lehrt überall falsche Dinge. Und dann kam es zu diesem Auflauf. Also der Kontakt vom Ausland zum Inland, der war damals sehr gut da. Und der Epheserbrief wurde ja in Ephesus gelesen, aber der wurde schnell auch verbreitet. Und also solche Dinge sind schnell auch bekannt worden. Und darum eben auch diese Vorwürfe, er sagt, er spreche gegen den Tempel, er spreche gegen die Gebräuche und so weiter. Ja, so oberflächlich gehört, oberflächlich hingesehen könnte man fast meinen, es stimmt. Aber wenn man hinausschaut, sieht, was hat er gesagt, ganz konkret, aha, dann sieht das ganz anders aus. Also eine oberflächliche Beurteilung, das ist fatal gefährlich. Und darum muss man sehr, sehr genau wissen, was hat er wirklich gesagt und was hat er nicht gesagt und wie hat er das gemeint, was er gesagt hat. Ja. Gut, aber jetzt machen wir doch noch Pause. Bis 20 nach. Doch ganz kurz zum Ende des letzten Kapitels. Ende Kapitel 21. Da auf der Treppe sagt eben Paulus zu diesem Chiliar, ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Und er ist überrascht, ach so, du sprichst Griechisch. Ich habe ihn auf Griechisch angesprochen. Und das war für ihn sowohl das Signal, ah, dann bist du nicht dieser Verführer da. Mal könnte das auch gelten, wenn man denkt, wie viele Irrlehrer haben, gerade weil sie nicht richtig Griechisch verstehen, haben sie falsche Lehren gebracht, zum Beispiel die Allversöhnungslehre, mit ein bisschen Griechischkenntnis, aber eben nicht wirklich. Wird da operiert und man sagt, ewig im Neuen Testament, das bedeutet nicht ewig, sondern zeitlich, darum gibt es keine ewige Verdammnis und so weiter. Und verführen damit. Aber wer wirklich Griechisch kann, für den ist es ganz klar, dass das neutestamentliche Wort Aionios effektiv meint. 2. Korinther 4 am Schluss steht, indem wir nicht auf das schauen, was man sieht, denn das, was man sieht, ist zeitlich und das, was man nicht sieht, ewig. Aionios. Also ewig ist genau das Gegenteil von zeitlich. Und was ist das Gegenteil von zeitlich? Etwas, das eben nicht begrenzt ist. So wird das Wort im Neuen Testament gebraucht. Und ebenso könnte man das ein bisschen anwenden. Ach so, du verstehst Griechisch. Ja, dann bist du kein Verführer. Aber es gibt natürlich auch solche, die gut Griechisch können und trotzdem Verführer sind, ja. Im Matthäus-Evangelium steht doch ein Vers, wovor kommt der eine zum ewigen Leben im Sinne von eben nie endend? Jawohl. Die anderen zum ewigen Verderben. Die ewige Pein. Ewiges Leben und ewige Pein als Gegensatz. Genau. Also wenn die ewige Pein nicht ewig wäre, dann wäre das ewige Leben dort auch nicht ewig. Das ist 25 Vers 46. Jawohl, jawohl. Und das ist auch ewig Aionios. Nicht zu verwechseln mit dem Wort Aion. Das kann heißen Zeitalter oder auch Ewigkeit. Je nachdem. Dort ist eine Doppeldeutigkeit. Aber Aionios, dieses Wort hat ganz deutlich und speziell die Bedeutung unbegrenzt. Gut, also dieser Verführer hier war ein falscher Messias, der damals auftreten war. Und eine schreckliche Verführung angerichtet hatte. Wir sehen, der Jesus hat ja vorausgesagt, es werden falsche Messias kommen. Das hat man damals schon so deutlich erlebt. Und bis zum heutigen Tag sind unter dem jüdischen Volk etwa 40 falsche Messias aufgetreten. Immer wieder. Wenn man den Wahren verwirft, dann ist man offen für jede Verführung. Und die größte Verführung durch den Antichristen, die wird noch kommen. Also der Antichrist wird dann einmal in der großen Tradition von all diesen falschen Messiasen Verführern stehen, wie da dieser ägyptische Jude hier, der da eine Empörung, eine Revolte machen wollte. Ja, Detlef? Also mich beeindruckt sehr hier diese Bemerkung, dass da 4000 Mal Meuchelmörder in die Wüste hinausgeführt wurden. Was ja. Muss das für eine furchtbar schreckliche Zeit gewesen sein? 4000 Meuchelmörder.
4000 Terroristen. Und warum in die Wüste? Also, ist die Wüste so interessant, oder wieso gehen die in die Wüste? Ja, die Wüste ist schön. Die judäische Wüste ist schön, da kann man schöne Wanderungen machen. Aber die sind ja nicht dazu hinausgegangen. Warum? Ja, das ist das ideale Gebiet, um sich abzusetzen vor der römischen Besatzungsmacht. So viele Höhlen gibt es da. Und Klüfte, da kann man sich gut verstecken. Und die beginnen eben schon kurz, schon hinter dem, im Hinterland des Ölberges, ist man, kommt man bereits in die Wüste. Also vom Ölberg aus, das ist man von Jerusalem zum Ölberg und dann ist man, kann man schon ab in die Wüste. Und so war natürlich das die Rückzugsmöglichkeit für diese Terroristen. Und da konnten sie immer wieder ihre Guerilla-Attacken von dort aus führen. Ja, das haben übrigens die Makkabäer auch so gemacht. Als die Syrer, wie es in Daniel 11 vorausgesagt war, das Volk unterdrückt haben, den Tempel entweiht hatten, ein Mann, Mattathias, ein Priester und seine fünf Söhne, die haben sich zurückgezogen in die Wüste. Dann haben sie Guerilla-Attacken gegen die Syrer gemacht. Die Bewegung ist immer größer geworden, bis sie die Syrer rausgeschmissen haben und den Tempel neu geweiht haben. Also, das nur so als Hintergrund, warum da die in die Wüste gehen. Und vielleicht noch ein Detail. Wo hat der Herr Jesus gebetet vor seiner Gefangennahme, vor seiner letzten Gefangennahme? In Gethsemane. Ja, und das ist wo? Am Ölberg. Also am idealen Ort, um abzugehen, um zu entkommen. Das ist wirklich gewesen, Viertelstunde und schon wäre in Sicherheit gewesen. Zu Fuß. Das macht das Ganze noch viel dramatischer. Und der Herr springt nicht davon, er bleibt in Gethsemane im Garten und ringt, Vater, wenn es möglich ist, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Und es war nicht möglich. Er blieb dort, wartete, bis sie kamen und ihn verhafteten. Das macht das Ganze noch viel eindrücklicher zu sehen. Eben der Erlöser wäre wirklich, es wäre rein menschlich gesprochen, überhaupt kein Problem gewesen, dort noch zu entkommen. Und er blieb, weil es sein musste. Ja, also Paulus spricht hier auf den Stufen stehend, Vers 40, das Volk an, und zwar in hebräischer Mundart. Was ist das für eine Sprache? Aramäisch. Wie? Aramäisch. Da besteht ja Hebräisch. Ja, du sagst eine Mundart, eine hebräische Mundart. Ja, ja. Es ist nämlich ein kleines Problem. Es wird ja immer gesagt, die eigentliche Sprache des Herrn sei aramäisch gewesen. Und man findet auch tatsächlich Aussprüche in den Evangelien, wo der Herr Jesus aramäisch spricht. Talita Kumi, dem kleinen Mädchen, das er auferweckte. Töchterlein, steh auf. Oder Ephata, werde auftan, seinen Mann geheilt hat. Oder Lama Sabachthani. Lama Sabachthani, genau. Und dennoch war das eigentlich nicht die verbreitetste Sprache in Israel damals, Aramäisch. Die wurde schon auch gesprochen, aber die viel verbreitete war Hebräisch. Und das haben eigentlich die neuen Ausgaben gezeigt, dass Inschriften meistens auf Hebräisch sind. Und zwar ganz alltägliche Inschriften. Also wenn die alltägliche Sprache Aramäisch gewesen wäre, dann wäre das Aramäisch. Aber es ist Hebräisch. Und auch in Qumran, die Kommentare und so zur Bibel, die sind praktisch alle auf Hebräisch. Auch gewisse auf Aramäisch, aber 10-mal weniger. Das zeigt also, dass Hebräisch, das war die Sprache, die am meisten gesprochen wurde. Das Aramäisch hatte auch seine Bedeutung. Aber so konnte Paulus hier in hebräischer Mundart das Volk ansprechen und sie hörten zu. Man konnte sich so... Er war da quasi das Volk zweisprachig. Bis dreisprachig. Ganz, also ohne, dass die das speziell studieren mussten. Das war ganz üblich. Ganz üblich. Und denken wir nur... Johannes und Petrus waren doch einfache Fischer und die haben dann griechische Briefe geschrieben. Und Hebräisch gesprochen. Hebräisch gesprochen und wohl auch Aramäisch. Wohl auch Aramäisch. Mhm. Also,
Das mit den Sprachen, wenn man nämlich muss, dann sind Sprachen gar nicht mehr so schwierig. Man merkt bei den Völkern, die gezwungen sind, mehrere Sprachen zu sprechen, geht das ohne Problem. 2, 3 Sprachen. Das hängt einfach damit zusammen, ob man die Notwendigkeit sieht, eine andere Sprache zu lernen. Die Franzosen zum Beispiel, die sprechen sehr wenig eine zweite oder eine dritte Sprache. Aber es kommt daher, weil sie denken, dass ihre Sprache die schönste der Welt ist. Und warum noch eine zweite lernen? Echt? Das hat damit zu tun. Aber also Mehrsprachigkeit unter dem gewöhnlichen Volk war ganz üblich damals. Nun aber spricht Paulus sie an. Kann jemand lesen ab Vers 1 jetzt? Ja, Bruno, lies. Bis Vers 22. Brüder und Väter, hört jetzt meiner Verantwortung an euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, beobachteten sie desto mehr Stille. Und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Silizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tode, indem ich so Männer als Leiber band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, auf dass sie gestraft würden. Es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein großes Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sprach aber: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: Stehe auf und geh nach Damaskus, und daselbst wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Als ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Ananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen daselbst wohnenden Juden, kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, sei sehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich zuvor verordnet, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Munde zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und er sprach zu mir: Gehe hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesen Worte und erhoben ihre Stimme und sagten: Hinweg von der Erde mit einem solchen, denn es geziemt sich nicht, dass er am Leben blieb. Noch Vers 23. Als sie aber schrien und die Kleider wegschleuderten und Staub in die Luft warfen, befahl der Oberste, dass er in das Lager gebracht würde und sagte, man solle ihn mit Geißelhieben ausforschen, auf das er auch führe, um welcher Ursache willen
sie also gegen ihn schrien. Danke, bis dahin. Also man hört ruhig zu. Ist ja schön, wenn der Fanatismus sich so legen kann, dass man ruhig zuhört. Aber der Fanatismus bricht an einer ganz bestimmten Stelle wieder auf, nämlich... Wo er zu den Nationen gehen soll. Ja, zu den Nationen gehen soll. Und es wird dann oft gesagt, seht ihr, das wollten die Juden nicht, dass die Nationen irgendetwas von Gott erfahren würden. Aber stimmt das wirklich? Jesaja 49 sagt was anderes. Ja, aber, warte noch schnell. Meine Frage ist, man sagt, die Juden hätten hier Widerstand gemacht, weil sie nicht wollten, dass die Nationen errettet werden. Nicht wollten, dass die Nationen das Gott kennenlernen wollen. Stimmt das? Ja, nein, aus der Perspektive des Befehls Gottes, Jehovas, sollten sie zu Proselyten machen. Genau. Natürlich wollten sie, dass die Juden Gott kennenlernen, aber dann muss die Heiden Gott kennenlernen will. Aber dann müssen sie integriert werden ins Volk Israel. Das ist es. Und der Vorwurf der Heiden, das war ihr Stolz, dass die Heiden kommen und ihren Gott, den wahren Gott, kennenlernen. Aber die Reaktion hier kam aus einem anderen Grund. Nämlich? Ohne, dass sie Juden werden. Ja, wobei er jetzt hier das nicht mal ganz speziell sagt, sondern was sagt er da? Weg. Gut, der Herr Jesus sagt den Pharisäern, ihr durchzieht das Meer und das Trockene, um einen Proselyten zu machen. Die haben also auch Missionsreisen unternommen, die Pharisäer. Ja, Matthäus 23. Die waren missionarisch aktiv. Aber der Punkt ist noch ein anderer. Das gehe hin. Sie mussten die aus den Nationen ja nicht nach Jerusalem kommen, um Proselyten. Gut, aber die Pharisäer sind auch, sagt der Herr, haben Reisen unternommen, um Proselyten zu machen. Ja, aber mussten die nicht nach Jerusalem? Ja gut, für die Feste mussten sie kommen, schon, aber man ging auch zu ihnen hin. Das kann das Problem nicht sein. Da ist doch irgendwo in der alttestamentlichen Schrift, ich weiß nicht, die Bibelstelle. Ja. Siehe, spricht der Herr, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das nicht mein Volk ist. Jawohl, in Jesaja. Ja, das können wir vielleicht nachher schneller aufschlagen. Aber dass wir hier noch einen Punkt finden, um den es hier geht. Er sagt nämlich, Vers 18: Eile und gehe schnell aus Jerusalem aus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Das sagt er also. Hier in Jerusalem, da hört man nicht Gott. Jetzt gehe ich weg zu den Heiden und die werden hören. Das ist der Punkt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Hier in der Hochburg, da wo man die Bibel so gut kennt und studiert, den ganzen Tag. Das sollen die Leute sein, die nicht auf Gott hören. Und die Heiden, die nichts wissen, das sind die, die hören. Das hat natürlich den Stolz gestochen. Das sagt aber Jesaja auch schon, dass sie hören, nicht hören. Ja, genau das ist die Stelle, die vorhin angeführt werden. Können wir sagen? Ich habe noch was gefunden, was ja vielleicht auch dazu passen könnte. Und zwar ist es Matthäus 21, und zwar Vers 18. Der unfruchtbare Feigenbaum. Jawohl. Als er aber des Morgens wieder in die Stadt ging, hungerte ihn, und er sah einen Feigenbaum an den Wegen und ging hinzu und fand nichts daran, denn allein Blätter, und sprach zu ihm, nun wachse auf dir fort nimmer mehr eine Frucht, und der Feigenbaum verdorrte alsbald. Jawohl, dort ist es ein Bild von Israel, das eben nicht hört. Das ist genau das, der Punkt. Israel hat als Nation keine Frucht gebracht. Und jetzt noch die Stelle mit den Heiden, dass sie hören werden nach dem Alten Testament. Das ist die andere Seite. Reinhold, du hast angeführt Jesaja 49. Lesen wir das. Wer liest?
Jesaja 49, Vers 5. Und nun spricht Jehova, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen Jehovas, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Jawohl. Das bezieht sich auf den Herrn, oder? Jawohl, das ist der Herr Jesus, das Heil, das Licht der Nationen, das Heil bis an die Enden der Erde. Das ist auch bestätigt worden durch die vergangenen 2000 Jahre Weltmission. Übrigens noch so ein kleiner Hinweis. Der Name Jesus ist eigentlich in dem Wort Heil hier versteckt. Mein Heil heißt Yeshuati, ist ein Wort, mein Heil. Und wenn man die zwei letzten Buchstaben abschneidet, die Buchstaben ergeben genau den Namen Yeshua, hebräisch Jesus. Also um mein Jesus zu sein, könnte man jetzt neutestamentlich das übertragen, um mein Jesus zu sein bis an das Ende der Erde. Ganz eindrücklich. Es kommt auch an vielen Stellen kommt das vor, dieses Yeshua, wo der Name Jesus, Yeshua, drin steckt. Jetzt 5. Mose 32, das wurde vorhin noch angeführt wegen diesem Nichtvolk, das Israel zur Eifersucht reizt. 5. Mose 32, Vers 21. Wer liest den Vers? Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch Nichtgötter, haben mich erbittert durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Nation will ich sie erbittern. Jawohl. Und diese Eifersucht durch ein Nichtvolk, das ist gekommen dadurch, dass viele Heiden eben gehört haben, während die Hochburg Jerusalem nicht gehört hat. Und das konnten sie natürlich nicht ertragen. Da wurde der Stolz hier getroffen. In dieser schönen und feierlichen Rede von Paulus gibt er Zeugnis über seine Bekehrung. Also das zeigt uns auch, wie wir evangelisieren sollen. Der Apostel Paulus hat auf dem Areopag hat er zu den Heiden gesprochen und hat sie angesprochen mit Dingen aus ihrem Leben, die sie kannten. Das ist eine Möglichkeit, die Leute da abholen, wo sie sind. Und hier haben wir eine andere Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben, wie wir das Heil in Christus gefunden haben. Und so erzählt er seine Lebensgeschichte, dass er eben in Zilizien, in Tarsus, dass er dort aufgewachsen ist. Zilizien ist in... Ja? Der heutigen Türkei. Und das war eine sehr weltoffene Stadt übrigens. Die Universität damals in Tarsus war berühmt, die wohl noch besser war als die Universität von Alexandria in Ägypten. Also eine Stadt der Bildung. Da wuchs dieser jüdische Bube auf. Und zwar waren seine Eltern Pharisäer, sagt er ja in Philipper 3, also war aus einer strengen, strenggläubigen Familie, aber in einer Umwelt, die sehr heidnisch und von Welt und Wissen geprägt war. Das ist alles sehr wichtig zu sehen im Blick auf die spätere Entwicklung des Paulus. Das ist nicht von ungefähr, dass Gott ihn dort in Tarsus aufwachsen ließ und nicht irgendwo in Jerusalem im Ghetto gewissermaßen des Judentums. In der Auseinandersetzung, in der Herausforderung mit dem Heidentum und mit der damaligen Wissenschaft. Und darin zeigt sich schon, was der Apostel Paulus sagt in Galater 1, dass Gott ihn von Mutterleibe an abgesondert hatte.
Dann sehen wir die Führung Gottes für unser Leben, die beginnt schon lange vor unserer Bekehrung. Dann kam er nach Jerusalem und wurde zu den Füßen Gamaliels ausgebildet. Im Judentum, im Talmud wird erklärt, man soll Jungs ab 5 soll man sie einführen in Bibelhebräisch. Und dann ab 10 sollen sie die mündlichen Gesetze kennenlernen, studieren. Das sind also die rabbinischen Zusätze. Und mit 15 tiefgehende Studien. Also kann man annehmen, dass er damals nach normalem Gebrauch mit 15 nach Jerusalem kam, zum Studium bei Gamaliel. Gamaliel war ein ganz berühmter Mann, der war nämlich gewissermaßen der führenden Rabbiner vom Synedrium. Also von den obersten Lehrern Israels war er eigentlich der führende Lehrer damals. Der führende Lehrer. Und Gamaliel hatte nach der Überlieferung 500 Schüler, 500 Studenten. Aber Paulus war ein ganz außergewöhnlicher Student, denn er sagt in Galater 1, ich habe meine Zeitgenossen überflügelt im Eifer für die väterlichen Überlieferungen. Können wir das kurz aufschlagen, Galater 1? Galater 1, Vers 13. Kleine Autobiografie. Wer liest? Denn ihr habt ja wohl gehört, mein Wandel, Weiland im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie verstörte. Und nahezu im Judentum über viele meines Klassen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen und das väterliche Gesetz. Da es aber wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leibe an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte. Ja, mal bis dahin. Ja, das ist gut. Also da sehen wir, über viele Altersgenossen hinaus wurde er durch seinen übermäßigen Eifer da ganz speziell auf. Noch etwas Wichtiges zu Gamaliel. Gamaliel war bekannt als ein sehr gemäßigter Mann, der nicht extrem war in seinen Ansichten. Es gab damals unter den Pharisäern zwei Schulen. Die Schule Schammai, die war extrem streng und stur. Und die Schule Hillels, die war in dem Sinn offener, dass sie versuchte, die Gesetze so auszulegen, dass man sie im Alltag auch wirklich umsetzen kann. Das also wirklich auch Sinn hat und praktikabel war. Und dieser Hillel, das war der Großvater von Gamaliel. Und so kam also Paulus zwar in eine sehr strenge Schule, aber eine sehr vernünftige Schule. Und dass Gamaliel sehr vernünftig war, das sehen wir auch. Sein Rat haben wir doch gehabt, als Petrus und Johannes verhaftet worden sind, hat er gesagt, halt, nicht so extrem, nicht so fanatisch. Wenn das eine Bewegung Gott, dann wird sie bestehen bleiben. Und wenn wir dagegen etwas unternehmen, dann kämpfen wir schlussendlich gegen Gott. Also Vorsicht, nicht da einfach auf die losgehen. Und das hat natürlich auch Paulus gebildet, dieses ausgeglichene Denken, obwohl er allerdings in jungen Jahren dann doch fanatisch wurde. Und er hat ja dann begonnen, die Christen zu verfolgen, das sagt er ja, bis nach Damaskus. Und das war eigentlich gar nicht so sehr die Sicht der Pharisäer. Die war nicht so extrem. Die Pharisäer waren auch, wenn es um Todesstrafe ging, eher zurückhaltend. Die Sadduzäer viel härter waren mit Todesstrafen. Und Paulus hat also eher gegen eine harte Linie übernommen, eben alles im Gedenken, ich will eifrig sein für Gott. Vers 3.
war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Da macht er ihnen also ein Kompliment, all den Leuten, die so fanatisch da waren. Ihr seid Eiferer für Gott. Ich war das auch. Und die haben das alles gemacht, auch diese Verleumdungen, alles im Eifer für Gott. Und im Römerbrief nochmals wiederholt er das. Er sagt, ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben für Gott. Aber nicht nach Erkenntnis. Blind. Eifrig für Gott, aber blind. Und er zeigt, wie fanatisch er war, dass er also die Leute verfolgte bis zum Tod und sogar bis nach Damaskus gehen wollte. Und dann kam eben die große Wende, als es Gott wohlgefiel. Das ist das Wunder. Also er war wirklich in der dunkelsten Dunkelheit des Fanatismus drin, und wenn Gott es Gott will, dann macht er, bringt das Licht in sein Leben hinein. Noch etwas dazu, dass Paulus aus Zilizien war. Das Ganze hat nämlich noch einen besonderen Zusammenhang. Paulus tritt ja auf zum ersten Mal in der Apostelgeschichte. In welchem Zusammenhang? Stephanus. Und Stephanus war ja so ein guter Diskutierer, oder? Und mit wem hat er diskutiert damals? In der Apostelgeschichte 6. Mit den Hellenisten, das sind also die Juden aus dem Ausland, die ausländischen Hintergrund haben. 6, Vers 8. Wer liest dort? Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und der von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Merkt man's? Die hatte ganz speziell mit den Juden aus Zilizien in Jerusalem, die hatten eine eigene Synagoge in der Davidstadt am Abhang des Tempelberges. Also das, dort ist die Verbindung Paulus. Und die hatten da eine direkte Auseinandersetzung mit Stephanus. Und jetzt Vers 10 und 11. Lies noch dazu. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Händler vor, die sagten, wir haben ihn letzter Worte reden hören gegen Mose und Gott. Jawohl, und so weiter. Also, da haben wir einen Zusammenhang mit Paulus. Da ist diese Konfrontation wohl erlebt mit Stephanus. Und Stephanus in der Diskussion mit all diesen jungen oder auch älteren Rabbinern da, niemand kann seiner Weisheit und seinem Geist widerstehen. Absolut keine Chance in der Diskussion. Gut, die hätten sagen können, also mit dem soll man nicht reden, der kann so gut sprechen und darum gewinnt er die Diskussion. Lieber sprechen wir nicht. Aber das war nicht, weil er einfach so gut reden konnte, sondern das war effektiv die Weisheit und der Geist. Und da konnten sie nicht widerstehen. Und was machen sie dann, wenn sie dann dem nicht widerstehen können? Schoben sie heimlich Männer vor. Jetzt müssen sie mit Verleumdung arbeiten. Hintendurch. Und die gleichen Dinge. Er spricht gegen Mose und gegen Gott. Nachher sagen sie auch gegen die Städte. Vers 13. Gegen die Städte und das Gesetz. Die gleichen Dinge, die Paulus später an seinem eigenen Leib erleben musste. Immer die gleiche Methode. So kann man die Leute wegschaffen. Aber das war so eine erste Erfahrung wohl von Paulus, dass er merken musste, diese Christen, die haben etwas, da kommen wir nicht mehr an, mit unserer ganzen Weisheit. Ja. Interessant, das heißt hier, dass diese Libertiner und Kyrener und Alexander, die stritten mit Stephanus. Und was das von Stephanus heißt, womit er redete. Schön, ja. Kleine Nuance, aber sehr bedeutsam. Gottes ist ein Reden, nicht ein Streit. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. Ein wenig überrascht doch dann auch diese Stelle, ich denke bei Paulus, wenn wir an den zweiten Brief an Timotheus denken, dort im dritten Vers des ersten Kapitels, wo er
dem Timotheus schreibt, ich danke Gott, der mich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Ja. Also dieses reine Gewissen, er hatte nie Skrupel. Ist das ja immer zu weit, wenn man das sagt? Also eigentlich ist es schon brutal hier, dieses Vorgehen. Und das war im Prinzip skrupellos. Ja, aber das zeigt, du kannst effektiv so überzeugt sein, dass du gar kein Skrupel, gar kein schlechtes Gewissen empfindest. Und er dachte wirklich, ich mache das für Gott und für seine Heiligkeit. Und sein Gewissen war nicht belastet. Also das konnte er wirklich in voller Wahrheit sagen, aber eben total verblendet. Aber wirklich mit einer Aufrichtigkeit war er da, trotzdem. Ja? Deshalb sagt er auch dreimal, er ist der Elendeste. Oder er ist der Nichtigste und er ist der größte Sünder. Ja. Und er ist, das sind drei Stellen. Ja. Aber man kann ihn nicht aussehen. Jetzt im Rückblick sagt er, wie war das nur möglich damals? Aber das zeigt, es ist möglich. Ja? Ich denke, dass Paulus nicht an der Verleumdung teilgenommen hat gegen Jakobus. Nein, das wird auch nicht gesagt. Ja. Nicht? Aber trotzdem, ich meine, er hätte sich ja distanzieren müssen, wenn die solche Methoden anwenden, muss er sagen, ja, damit habe ich nichts zu tun. Aber er hat voll diesen Kurs mitgemacht und auch die Steinigenden hat er unterstützt, hat ihre Kleider gehütet und so. Ja, war er denn bei dieser engen Auseinandersetzung auch dabei? Oder wo die dann so getuschelt haben, so jetzt müssen wir ein paar Leute davor schicken, die das behaupten? Ja gut, dadurch, dass er aus der Synagoge der Zilizier war in Jerusalem, weil er aus Zilizien stammte, hat er natürlich diese Auseinandersetzung mit Stephanus, was muss er mitbekommen haben? Und trotzdem hat er ein gutes Gewissen in der ganzen Sache. Ja, und dann kommt die große Wende, das Licht aus dem Himmel. Warum ausgerechnet um die Mittagszeit? War sowieso hell. Ja, da wo die Sonne am höchsten steht und da wird deutlich, dass das eben noch ein größeres Licht war. In Kapitel 26 sagt er dann auch in der Parallelstelle, wo er die Bekehrungsgeschichte nochmals erzählt, ein Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlte. Und das ist das, was sein ganzes Leben dann geprägt hat. Es ist nämlich die Erfahrung von 2. Korinther 4, Vers 4. Kann jemand lesen? Einfach jemand, der gern liest. Herr Reinhold. Ja, Peter meinte ich. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Und jetzt Vers 6. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Jawohl. Das hat sein Leben geprägt. Der gleiche Gott, der damals aus der Finsternis Licht leuchten hieß, befahl, dass Licht scheinen soll. Das bezieht sich auf 1. Mose 1, jawohl, Schöpfung. Der erste Schöpfungstag, es werde Licht. Der gleiche Gott ist es, der in unsere finsteren Herzen hineingeleuchtet hat. Und wie war die Erde zu dem Zeitpunkt, 1. Mose 1? Wüst und leer. Und Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist das Wirken Gottes bereits da. Das Wirken Gottes, dieses Schweben über den Wassern, das war bei Paulus schon längst da. Alles vorbereitend war das. Sein ganzer Entwicklungsweg und dann kam der Moment, als es Gott aber wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Es werde Licht und das Licht scheint. Es ist nicht das Sonnenlicht in der Schöpfungsgeschichte. Das Sonnenlicht erscheint ja erst am vierten Tag. Das ist das Licht aus der Gegenwart Gottes.
Und das war auch hier nicht das Sonnenlicht, das in sein Herz geschienen hat, sondern ein Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlt, aus der Gegenwart Gottes in sein Herz. Und dieses Wunder ist, wiederholt sich eigentlich bei jeder Bekehrung neu. Es ist ein Schöpfungsakt Gottes. Es ist nicht einfach unsere Überredungskunst, dass wir zeigen können, schau, das ist so vernünftig, alles logisch, das Evangelium. Nein. Natürlich müssen wir das Evangelium verständlich und überzeugend weitergeben. Aber es braucht den Schöpfungsakt Gottes. Es werde Licht. Und dann kommt Durchbruch. Sogar bei einem fanatisch geblendeten jungen Mann. Wer wollte noch was sagen? Ja? Paulus war ja dem Gesetz sehr verhaftet und war ja eigentlich hochintelligent. Und er hat ja eigentlich das Licht gehabt. Und da sehe ich jetzt halt die Symbolik drin, dass dieses Mittagslicht ist, da ist die Sonne am hellsten. Aber es reicht, dieses Licht im Vergleich auf die Gesetzlichkeit reicht halt niemals aus, um das Licht von Gottes Herrlichkeit erfüllt zu werden. Das schlägt dann ein. Ja, genau. Er war eigentlich so nahe. Das Wort Gottes war ihm so vertraut, aber das ging nicht ins Herz. Das Sonnenlicht konnte nicht das bewirken, was das Licht aus Gottes Herrlichkeit in ihm bewirkte. Und ihn wirklich den Zusammenbruch bewirkte. Ich fiel zu Boden. Das eine Bekehrung ist wirklich ein Zusammenbruch vor Gott. Und dann hörte er eben auf Hebräisch den Ruf, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wieso hieß eigentlich dieser Junge Saulus? Saul. Haben sich die Eltern dabei gedacht? Wie einst der König Saul, nicht? Der ja ein Kopf größer war als das Volk. Und sie haben sich das noch besser überlegt. Er sagt ja, ich bin aus dem Stamm Benjamin. Und beide Eltern waren aus dem Stamm Benjamin. Also, das war für ihn natürlich ein Stolz, dass der erste König Israels, dieser große Saul, aus dem Stamm war. Und so haben die Eltern wohl im Blick daran ihm den Namen Saul gegeben, heißt der Begehrte. Der Begehrte. Und eben auch, schau, dass der Junge da eine Karriere macht in Jerusalem. Und wie so oft können dann die Erwartungen der Eltern plötzlich umgedreht werden durch das Eingreifen Gottes zu Boden. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das geht natürlich sofort die Assoziation. Wen hat Saul verfolgt? David! Und wer ist dieser Mann, der da sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist der Sohn Davids. Denn der Herr Jesus war ja aus dem Hause Davids. Also er merkt, ach, ich bin ja genau auf dem Weg, auf dem dummen Weg von dem König Saul, der in Blindheit und Eifersucht und so weiter eben den Gesalt Gottes verfolgte. Man wollte sich noch melden? Hat sich das ergeben? Ja, wir sehen also so kleine Feinheiten. Der große Saul, der Begehrte, muss zu Boden fallen und lernt schon etwas davon, wie eng die Gläubigen mit dem Erlöser verbunden sind. Dass nämlich der Messias ihm sagt, was verfolgst du mich, wenn er die gläubigen Juden da verfolgte. Ist bis dahin noch was? Wir sollten zum Ende kommen. Vielleicht eine Frage, die jetzt gerade unbedingt in dem Zusammenhang. Ja. Du sagst, dass die Erde wüst und leer war. Ja. 1. Buch Mose 1. Aber wir finden doch in Jesaja, dass Gott die Erde nicht öde geschaffen hat. Was war also zuvor? Also wir haben im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann mit Vers 2 kommt offensichtlich eine Veränderung hinein. Und man kann auch übersetzen, und die Erde wurde wüst und leer. Und es ist sehr gut anzusetzen dort, der Fall von Luzifer in dieser Zeit.
dass dadurch die Erde zu Fall gekommen ist. Und eben Finsternis war da, Wüstheit und Leere. Und Gott bringt nun ein neues Schöpfungsprogramm hinein, um die verwüstete Erde eben zu erneuern. Und genau das ist ja auch, was bei der Bekehrung geschieht. Wir werden ja nicht als Menschen neu erschaffen. Wir bestehen bereits, aber sind in Wüstheit und Leere und in Finsternis. Und dann kommt das Licht in unser Herz hinein und Gott erneuert den Menschen, der bereits besteht, in einem 6-Tage-Programm. Und so hat Gott auch ein Programm, dann eben der zweite Tag, der dritte Tag, eine ganze Entwicklung, die Gott durchführt in jemanden, der so den ersten Schöpfungstag, wie Paulus hier, erlebt. Ich wollte noch zum vorhergehenden Kapitel gerne wissen, im Vers 31, da wird der Oberste von der Schar ausdrücklich als ein römischer Offizier beschrieben. Das heißt, immer bei der Verhaftung des Herrn in Gethsemane seien keine Römer beteiligt gewesen. Dort kommt aber in Johannes 18, Vers 12 auch die Schar vor. Ja, natürlich. Sind also doch Römer dabei gewesen? Sicher. Aha. Ja. Gut, dann waren wir nächstes Mal weiter hier mit der Bekehrungsgeschichte von Saulus.